HT1 wird Ihnen präsentiert von der Trachtenwichtelstube. Größte Trachtenvielfalt für jeden Anlass. Unter dem Titel Erfahrung trifft Aufsteiger lud auch heuer wieder die WKO Griskirchen zum beliebten Regio Talk ein, bei dem sowohl erfahrene Wirtschaftstreibende als auch junge UnternehmerInnen vor den Vorhang geholt wurden. Ja, man sieht ja auch heute die Begeisterung vom EPU bis zum Großunternehmer, 850 Mitarbeiter. Die WKO vertritt ja die Interessen aller Unternehmerinnen und Unternehmer. Und hier bringen wir Sie auf der Bühne zusammen. Und speziell jetzt im Anschluss beim Netzwerken lernen Sie sich kennen. Und man lernt immer voneinander, man lernt von den Besten. Vor allem in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten sind Netzwerkabende wie diese für die regionale Wirtschaft von großer Bedeutung. Das Netzwerk ist jetzt umso wichtiger als wie sonst. In den letzten 3 Jahren haben wir ein großes Hoch gehabt. Wir haben sehr gute Umsätze gehabt. Da war es vielleicht nicht ganz so wichtig, haben auch die Zeit nicht gehabt. Aber jetzt haben wir wieder Zeit und jetzt können wir uns dem Netzwerken wieder mehr widmen. Essentiell, also vor allem für uns, die regional tätig sind, mit Filialen, mit einer Kundenbetreuung vor Ort, ist das regionale Netzwerken vor allem auch bei solchen Veranstaltungen sehr, sehr wichtig. Und es macht irrsinnig viel Spaß. Ja, Netzwerken ist in der heutigen Zeit noch dazu, ich glaube, der Grundstock allgemein. Es macht nicht nur Spaß, sondern man weiß auch immer, zu wem man gehen soll, wenn man irgendwas lösen sollte. In mehreren Talkrunden wurden einige Firmen aus der Region vorgestellt. Dabei wurde wieder einmal mehr deutlich, wie vielfältig der Bezirk aufgestellt ist. Durch das, dass wir so viel international arbeiten, geht es oft unter in der Region, wie groß wir mittlerweile sind und was wir alles machen. Es ist natürlich super, wenn man sich dann mit Leuten austauschen kann, die da aus der Region sind und das Unternehmen präsentieren kann. Und gleichzeitig ist natürlich auch ein bisschen Employer Branding, weil auch wenn man jetzt bei euch reden darf und sagen kann, kommt zum Zahner bei uns, ist die Arbeit noch da, weil wir schauen auf unsere MitarbeiterInnen. Das ist natürlich super, dass es solche Abende gibt, das muss man ganz ehrlich sagen. Vor allem im Geschäftsalltag bleiben inspirierende Gespräche meist auf der Strecke. Abende wie der Regio-Talk bieten den UnternehmerInnen eine willkommene Abwechslung. Sowas ist immer super, wenn man nicht im täglichen Stress ist. Man redet ganz anders, man nimmt sich Zeit zum Austausch, man lernt neue Leute kennen, man lernt Leute von anderen Seiten kennen. Man wird vielleicht auch ein bisschen anders wahrgenommen als in der Arbeitskluft und ich genieße das immer sehr, muss ich sagen. Und an Gesprächsstoff mangelte es definitiv nicht. Fernsehen verzögert Geschichten und das hilft natürlich fürs Netzwerken und hilft auch, dass man sich austauscht miteinander, weil man was gesehen hat. Und wir zahlen relativ viel in der Region, eigentlich sind wir bei den Highlights dabei und da kann man viel drüber reden. So auch wieder die diesjährige Regio Talk, der für die Gäste in welcher Form auch immer gewinnbringend war. Das Autohaus Danner ist mit der Aufnahme der Marke BYD gleich zum Autohaus des Jahres gewählt worden. Der Award wird von der Zeitschrift Firmenwagen vergeben. BYD ist der aktuell bedeutendste Hersteller von Elektroautos. Bei den Schneidler Sauna- und Infrarot-Tagen von Donnerstag, den 23. November bis Samstag, 25. November warten wieder tolle Angebote auf Sie. Erleben Sie die Ausstellung mit finnischer Sauna, Dampf-Bio-Sauna, Sole-Salz-Sauna und Infrarot-Tiefenwärme. Holzschneidler fertigt Sauna- und Infrarotkabinen nach Maß und nach Ihrem Geschmack. Lassen Sie sich von der heimischen Handwerkskunst und der fachkundigen Montage überzeugen. Besuchen Sie die größte Ausstellung der Region. Zahlreiche Aktions- und Musterkabinen sind reduziert, außerdem erhalten Sie bei Kauf einer Sauna- und Infrarotkabine eine ergonomische Rückenlehne kostenlos dazu. Besuchen Sie die Sauna- und Infrarot-Tage von Holzschneidler Griskirchen direkt an der B137, Donnerstag, 23. November bis Samstag, 25. November. Abverkaufskabinen auf www.schneidler.at. Der Musikverein Gaspolzhofen lädt am Samstag, 25. November abends und am Sonntag, 26. November nachmittags zu Herbstkonzerten in den Turnsaal. Mit der Moderation von Lisi Famler präsentiert sich das Orchester mit vielen Dirigenten und Solisten.
Die Marktgemeinde Taufkirchen veranstaltete im Kultursaal die bereits 8. Hobbykünstler- und Bastelausstellung. 14 Aussteller aus Taufkirchen und Umgebung präsentierten ihre Werke und begeisterten mit ihren vielen kreativen Ausstellungsstücken wie Holzarbeiten, Bilder, Strickwaren, Weihnachtsdeko, Keramik und vieles mehr. Vital Weltgutscheine? Natürlich! Macht Freude! Schenken Sie die ganze Vielfalt der Urlaubsregion Vitalwelt. Einlösbar in mehr als 300 Betrieben. Jetzt online unter vitalwelt.at bestellen. Trendige Pflanzen für drinnen und draußen und tausende Deko-Ideen für die perfekte Weihnachtsstimmung zu Hause. Dobitzberger, die Erlebnisgärtnerei in Wels. Es gehört schon längst zur Tradition, ein Abstecher in das Bad Schallerbacher Winterdorf. Seit 10 Jahren bietet es zur Winterzeit immer eine gute Gelegenheit, Freunde oder Bekannte zu treffen. Das Winterdorf wird von den Familien vor allem sehr gut angenommen. Die Kinder freuen sich, wenn sie eine Betätigung finden am Nachmittag. Schade ist natürlich, wenn es keinen Schnee gibt. Ja, ich glaube einfach, es ist für diese Jahreszeit eine traditionelle Einrichtung mittlerweile hier am Standort in Schallerbach geworden. Und es ist wirklich so ein stimmiger Einklang eigentlich auf die bevorstehende Weihnachts- und Adventszeit. Stärken kann man sich mit Bratwürstel, Bosner, Pommes und Co. sowie frischen Krebs. Bei den Getränken führen Punsch und Glühwein die Beliebtheitsskala an. Für die Kleinen gibt es köstlichen Kinderpunsch, Tee und Softdrinks. Der Wohlfühlfaktor steht hier also an oberster Stelle. Ganz einfach, Bad Schallerbach ist eine Tourismusgemeinde, Bad Schallerbach ist eine Wellnessgemeinde und das gehört einfach irgendwie zum Wohlfühlen dazu, dass sie da im Ortserinnen was tut und da schauen natürlich wir in Bad Schallerbach drauf, dass die Leute, die bei uns als Gäste da sind, aber auch unsere Bürgerinnen, unsere Bürger sich wohlfühlen bei uns. Vor allem das Eislaufen ist schon fixer Bestandteil des Winterdorfes. Das ganz Besondere an diesem Eislaufplatz ist das, erstens einmal, dass wir vor 10 Jahren schon dran gedacht haben, dass wir einen Eislaufplatz komplett ohne Energie aufbauen, weil er aus Kunststoffplatten besteht. Das Besondere daran ist, dass sich die Kinder wohlfühlen da bei uns, eine wunderbare Freizeitbeschäftigung haben. Und es ist einfach eine Freude, denen zuschauen. Und wer während der Adventzeit in den Bad Schallerbacher Betrieben einkauft, der wird auch belohnt. Und zwar beim alljährlichen Gewinnspiel. Das funktioniert mit Klebebässen, das heißt, du kriegst ein Pickel, ob ein Pickel kriegst du ab 10 Euro Einkauf. Je mehr Pickel du hast, umso in der höheren Kategorie bist drinnen, umso mehr kann man auch gewinnen. Die höchste Kategorie sind natürlich Vitalwelt-Gutscheine bis zu einem Gewinn bis 1.000 Euro. Ja, und die Vitalwelt-Gutscheine, die gibt es vom Tourismusverband Vitalwelt, die kann man kaufen, die gibt es in unseren 7 Mitgliedsorten und einlösbar sind sie in über 300 Betrieben bei uns in der Tourismusregion. Gründe, um nach Bad Schallerbach zu kommen, gibt es für die nächsten Wochen noch weit mehr. Denn das Winterdorf ist bis zur Schlussverlosung geöffnet. Das ist am 5. Jänner. Da werden eben die Preise dann auch verlost. Und dazwischen haben wir natürlich ein tolles Programm. Freitags ist meistens Musik da. Samstag gibt es Kinderprogramm mit Kasperl und Zauberer. Und immer ein paar Besonderheiten wie die Blaulichttage, wo das Rote Kreuz einmal da ist, wo die Feuerwehr einmal da ist und wo auch unsere Polizei einmal da ist. Und zum Beispiel auch ein Adventkranz binden am 25. November. Wir haben natürlich auch einen Berchtenlauf am 9. Dezember und natürlich die Silvester-Warm-Up-Party. Einkaufen, genießen und einstimmen aufs Christkind im Winterdorf Bad Schallerbach. Gleich 4 Absolventen der Musikschule Grieskirchen holten nach ihren Abschlussprüfungen goldene Leistungsabzeichen. Die talentierten Musiker sind Marlene Seifried aus Altenhof, Tobias Greinecker aus Pollham, Alexander Huemer aus Hofkirchen und Markus Offenzeller aus Michaelenbach. Als wäre das Elend nicht schon genug, bebt die Erde in Nepal mehrfach, seit Brigitte und Heinz Söllinger Mitte Oktober zum bereits 6. Mal in einem der ärmsten Entwicklungsländer der Welt gelandet sind. Wir befinden uns im Süden des Landes und somit nicht im Epizentrum, wo das Leid der Menschen unvorstellbare Ausmaße annimmt. Nepal gehört zu den korruptesten Ländern weltweit und ein Großteil internationaler Hilfsgelder verschwindet in den Taschen der Politiker. Das können wir leider nicht ändern, bedauerte Brigitte Söllinger.
Die Meggenhofnerin setzt sich gemeinsam mit ihrem Ehemann seit 7 Jahren gegen den Mädchenhandel in Nepal ein und ermöglicht Kindern der untersten Kaste, der Dalits, den Zugang zur Bildung. Was? Haut jetzt leicht nicht hin? Gewalt in der Erziehung haut nicht hin. Gesetzlich ist dies seit über 30 Jahren verboten. Es liegt an uns allen, dass auf Kinder und Jugendliche niemand mehr hinhaut. www.hautnichthin.at Eine Initiative des Kinderschutzlandesrates. Der Kulturausschuss der Marktgemeinde und Pfarre Traufkirchen an der Trattnach lud alle über 70-Jährigen zum Tag der Älteren in den Kultursaal. Neben einer gastronomischen Bewirtung gab es auch musikalische Unterhaltung. Bei den zweiten Galsbacher Kunsttagen finden sich Malereien, Skulpturen und Keramiken der 8 Galsbacher Künstler, die von vielen Besuchern bestaunt wurden. Im Anschluss der Ausstellungseröffnung wurde der 1. Galsbacher Kunst- und Kulturpreis, gestaltet von Erwin Burgstaller, durch Bürgermeister Dieter Lang, Kulturausschussobmann Walter Doppelbauer und Moderator Hupsi Huema an Galsbacher Top-Künstler verliehen. Operettensängerin Erika Boy-Angermeier, Bildhauer Erwin Burgstaller, Malerin Roswitha Nickel und Sängerin Marianne Rutner-Schöftner. Einmal im Jahr verwandelt sich die Bezirkssporthalle von Schärding in ein Mekka der Lehre und Ausbildung. Die beliebte Lehrlingsmesse verzeichnete heuer einen neuen Rekord von 60 Ausstellern. Anstatt der üblichen Eröffnungszeremonie vor Messebeginn gab es erstmals abends ein kleines Stelldichein. Also das Wichtigste ist ja immer, dass man Leute zusammenbringt. Und so eine Veranstaltung am Abend macht es einfach. Die Leute können sich austauschen, die können sich vernetzen. Betriebe, Unternehmer, Lehrlingsausbildnerinnen, Lehrlingsausbildner. Und das, glaube ich, haben wir heute wieder gelungen geschafft. Neu war in diesem Jahr auch der Name. Statt Lehrlingsmesse heißt die Infoveranstaltung künftig nun Zukunftsmesse. Ja, Zukunftsmesse ist gemeinsam mit der Bildungsdirektion und den höheren Schulen im Bezirk Schärding eine Kooperationsveranstaltung. Und wir finden das so wichtig, damit der Jugendliche sieht, wo so viele Möglichkeiten in einem Bezirk hat wie in Schärding, welche Ausbildungsmöglichkeiten es gibt, aber auch welche vielleicht auch zukünftigen Lehrherren, Lehrbetriebe, Unternehmer, Unternehmerinnen, wo der Jugendliche, der junge Erwachsene in ein Berufsleben einsteigen kann. Ja, sehr gute Symbiose, auch eine gewünschte Symbiose, weil wir einfach alle Talente der Jugendlichen entdecken wollen. Und da gibt es Talente, die Kinder und Jugendliche die Lehre machen. Dann haben wir Kinder und Jugendliche, die in höhere Schulen gehen. Aber wir brauchen alle Jugendlichen sozusagen, dass wir unsere Betriebe auch ordentlich bestücken können. Und so konnte man die Ausbildungsvielfalt des Bezirkes Schärding auf einem Standort in 2 Tagen erleben. Schärding ist ja eine Traditionsstadt, eine historische Stadt, aber die Zukunft für unsere Kinder, für unsere Jugendlichen ist ganz wichtig und dazu trägt die Lehrlingsmesse seit vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten bei. Zukunftsmesse heißt sie jetzt und ich glaube, da gehen wir gemeinsam in eine gute Zukunft mit unserer Jugend. Und das zeigt auch wieder bei dieser Messe, wir müssen die Leute, die jungen Leute, einfach ein gewisses Interesse wecken und auch die Fähigkeiten. Und ich glaube, das war heute auch der Fall. Wir haben sehr guten Zulauf gehabt. Im Zuge des Ausstellerabends wurden einige Informationen und auch die eine oder andere Erfahrung den Gästen nähergebracht. So konnte sich Schärdings Bezirkshauptmann aus seiner Lehrzeit beim Wasserverband Peuerbach Folgendes mitnehmen. Dass man auf Leute zugehen muss, dass man Lösungen finden muss, dass es nicht immer angenehm ist. Dass man aber immer neugierig sein muss, immer alles hinterfragen, damit man weiß, wie Abläufe sind und dass man möglichst viel lernt. Genau diese Erkenntnisse haben wohl auch schon jene Lehrlinge gemacht, die bei den Landes- und sogar Bundeslehrlingswettbewerben erfolgreich teilgenommen haben. So möchte Ines den jungen Menschen mit auf den Weg geben. Einfach eine schnuppern. Man kann überall, man kann sich Schulen anschauen, man kann sich Berufe anschauen und vielleicht, wenn Schule nicht für einen was ist, einfach ins Leben leben. Dem ist wohl nichts mehr hinzuzufügen. Für
Für das Unternehmen Wiesinger Bau heißt Bauen Räume schaffen, die Emotionen wecken. Und damit auch in Zeiten wie diesen aus Wohnträumen tatsächlich Wohnräume werden, rät Roland Wiesinger Interessierten. Sie sollen bei uns vorbeikommen, wir können sie informieren, was ist vielleicht die beste Wohnform oder Wohnzweck, was können wir vielleicht adaptieren bei einem Bestand oder beim Neubau. Und das einfach jetzt gleich mal vielleicht in die Planung gehen, dass wir einen Entwurf machen und dass man dadurch einfach schon mal ein bisschen eine Kostenbasis hat und dann kann natürlich der Häuselbauer oder der Umbauer viel besser planen und schauen, wie es in der Zukunft weitergeht. Ja. Egal ob Ziegel oder Holz, bei Wiesinger Bau werden alle fündig. Wir orientieren sich eigentlich nach die Kundenbedürfnisse, ob es jetzt Richtung Massiv geht oder Holzriegelbau. Man sieht das eigentlich oft in die Gespräche dann schon ein wenig. Es kommen zwar viele, die sagen, ich möchte beides angeboten haben. Von denen raten wir dann eigentlich ein wenig an. Es ist natürlich mit für uns intern viel Arbeit mit den einzelnen Angeboten, aber man tendiert dann eh relativ schnell oder mit dem Gespräch kommt man dann zu dem Entschluss, ja, der will eigentlich eh eher massiv, also sprich mit einem 50er Ziegel, wie es bei uns klassisch ist, bauen oder halt dann wirklich in den Holzbau geht, also in den Riegelbau. Und da gibt es natürlich auch wieder einige Unterschiede, wo ich halt dann entscheiden kann und darum ist die Vielfalt eigentlich da relativ groß. Vor allem die Nachverdichtung bei bestehenden Bauten ist derzeit ziemlich gefragt. Ja, ist gerade ein großes Thema. Wir haben jetzt eigentlich wieder relativ viele Anfragen, die was im Aufstockungsbereich, also sprich im Elternhaus sozusagen aufstocken wollen oder vielleicht auch irgendwas noch dazu bauen, eine Garage dazu bauen oder über die Garage aufstocken. Die Nachfrage ist schon groß. Wir haben dort auch für nächstes Jahr eigentlich ein paar Sachen, die was halt wirklich größere Aufstockungen, also man spricht mir schon gleich einmal wieder von 3-4 Wochen Bauzeit auf der Baustelle. Also da spürt sich schon wieder einiges ab. Ja, ja, gefragt ist natürlich, wie kann man die Wohngrößen optimieren. Man weiß, in den letzten Jahren hat man tendenziell einfach zu groß gebaut. Jetzt muss man einfach überlegen, wie können wir über Generationen die Wohnform so wählen, dass man nicht zu groß baut und auch nicht zu klein baut. Und das ist halt die Herausforderung. Aber da braucht man einfach ein individuelles Gespräch, dass man sagt, wie viele Kinder sind da, wie viele Kinder wollen wir, gibt es Eltern. Und das muss man halt ganz im Gespräch klären und informieren. Ob Neubau, Nachverdichtung oder Sanierung. Wiesinger Bau ist bei allen Bauvorhaben ein kompetenter Ansprechpartner. Das Magazin, in dem Gesellschaft zum Ereignis wird. Lesen Sie jetzt. Am Cover Kerstin Lechner und ihr schönstes Accessoire, der Babybauch. Und Celebrate, wir feiern unsere 222. Ausgabe. Die Oberösterreicherin, jetzt im Zeitschriftenhandel. In der Weberzeile wird schon eifrig gebastelt und geklebt und die Vorfreude steigt, denn bald werden diese Kinder die Stadt mit ihren Laternen zum Leuchten bringen. Und zwar beim Laternenfest, welches von der Weberzeile und der Stadt Ried organisiert wird. Weil es ein schöner Brauch ist, weil es Tradition ist, weil es Kinder zum Staunen bringt. Und da freut es mich, dass wir eben zum zweiten Mal heuer das gemeinsam mit der Stadt machen können. Wir haben es letztes Jahr initiiert und heuer noch mal ein bisschen größer gemacht. Und es wird ein super Laternenfest. Vergangenes Jahr war es eher eine improvisierte Veranstaltung, eine sehr spontane Geschichte. Und das ist so gut angekommen, dass wir das gleich uns fix vorgenommen haben, dass wir das heuer, wie es jetzt ist,
wieder machen. Das ist Leuchten in den Augen, ist das Allerschönste, nicht nur das Leuchten von den Laternen. Und wir freuen uns, dass es letztes Jahr schon so ein Erfolg war. Und darum haben wir gleich gesagt, wir machen das noch einmal. Und wir hoffen, dass wir es noch viele Male in Ried machen, gemeinsam mit der Weberzeile. Durch Teilen können wir einander glücklich machen. Auch unser eigenes Herz wird dabei fröhlich lachen. Da werden selbst bei den Großen schöne Kindheitserinnerungen wach. Also das Laternenfest fängt ja schon an, eigentlich beim Laternenbasteln, also schon viel früher als Fest dann selber. Und dann die Vorfreude, wenn man dann mit der Laterne wirklich gehen darf. Und das erste Mal das Lichterl anzünden darf da drinnen. Das war für mich das Schönste. Also das war ein Fest für die ganze Familie, aber im Wesentlichen für die Kinder. Und das war in Theiskirchen immer ein Riesenfest mit ganz vielen Kindern und Freunden. Und das haben wir genossen. Und das war auch für heute. Und dann war es endlich soweit. Vom Hauptplatz ging es mit musikalischer Begleitung durch die Landesmusikschule Ried, durch die Innenstadt bis zur Weberzeile. Die Laternen brachten nicht nur Ried, sondern vor allem die Kinderaugen zum Strahlen. Weil wir Lieder gespielt haben und das auch oft gelernt haben und auswendig. Und weil wir auch da marschiert sind dann und viel halt probt haben und das macht mir eben Spaß. Die Geschichte, wo er sie aufgesagt hat und den Gang in die Weberzeile. Das hat mir ganz besonders schön gefallen. Es gibt nichts Schöneres als die Begeisterung von Kindern und das verknüpft mit Musik, mit einem stimmungsvollen Umzug, Laternenumzug, das ist wirklich ein Highlight. Für mich war am schönsten jetzt sicher, wenn man diese Menschen gesehen hat, diese Kinder, diese Familien, die was vom Stoppplatz zu uns in die Weberzeile gegangen sind. Das ist einfach ja, was Schönes und so können wir in den Advent starten. Zum krönenden Abschluss gab es für jedes Kind noch ein leckeres Kipferl. Herz, was willst du mir? Die eigenen vier Wände wohlig warm halten und das so kostengünstig wie möglich. Das ist gerade jetzt im Winter 2023/24 möglich. Biomasse-Spezialist Hagassner weiß, wie man die eigene Heizung in die nächste Generation bringt. Hagassner hat sich dem Thema Wärmewende verschrieben. Wir haben die Notwendigkeit aufgrund der Klimaziele, der Notwendigkeit CO2 aktiv einzusparen, auf erneuerbare Energien zu setzen. Biomasse ist ein hochinteressantes System, um eben aktiv für den Umweltschutz beizutragen. Der Brennstoff wächst vor der Haustür nach, ist CO2-neutral, ist in großer Menge da. Raus aus Öl, rein in die Biomasse. Die Förderungen für einen Heizungstausch waren noch nie so hoch wie jetzt. Da gibt es sehr, sehr hohe Fördersätze, im Schnitt rund um 75% und teilweise sogar bis 100% und gleichzeitig eben auch enorme Energieeinsparungen, weil das Heizen mit Biomasse im Gegensatz zum Öl teilweise 50% und mehr sich in den Heizkosten als Reduktion widerspiegelt. Für jeden Bedarf gibt es die richtige Heizung, klimafreundlich und ökologisch sparsam, sowohl beim Neubau als auch in der Sanierung. Das ist in der Sanierung meistens die Pelletsheizung. Das ist eigentlich der Klassiker, Öl kommt raus, Pellets kommt rein. Für einen Neubau, für einen Häuselbauer ist es sehr, sehr oft die Wärmepumpe, die hat genauso ihre Berechtigung. Das Ganze schließt sich nicht aus, es ergänzt sich. Das Thema Pellets ist aktueller denn je. Die Einsparung an Heizkosten im Vergleich zum Öl oder Gas enorm. Wenn ich die aktuellen Energiepreise sehe, bin ich deutlich über 50% günstiger aktuell zu den konventionellen Energieträgern, das heißt Öl und Gas. Und Pellets sind nachwachsende Rohstoffe für unsere Haustüre, werden meistens in Oberösterreich lokal produziert und sind in ausreichender Menge auch in der Zukunft da. Die brennendsten Fragen rund um die richtige Heizung für den eigenen Haushalt kann man beim Hagassner Beratungstag stellen, direkt in der Firmenzentrale in Wenk. Für jedermann ganz einfach, ohne Terminvereinbarung. Der nächste ist am Freitag, den 1. Dezember ab 13 Uhr bei uns am Standort in Wien und wir beraten umfassend. Wir analysieren den Bedarf, wo bekomme ich die Förderung und wer ist der beste Installateur, der das für mich umsetzen kann. Nachhaltiges Heizen mit Biomasse. Hagassner weiß, wie das geht. Unabhängig und kostengünstig. Ehrenwort.
Seit mittlerweile 25 Jahren gibt es am Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Ried die Palliativstation St. Vinzenz. Aus diesem Anlass wurde der jährlich stattfindende Oberösterreichische Hospiz- und Palliativtag heuer in Ried abgehalten. Fachleute aus ganz Österreich und darüber hinaus blickten dabei auf die Entwicklung der Palliativbetreuung in diesem Zeitraum zurück. Wir haben vor 25 Jahren begonnen. Damals hat diesen Bereich kaum noch jemand gekannt. Mittlerweile ist es ein durchwegs etablierter Bereich. Letztlich betrifft es ja 100% der Menschen. Wir alle sind endlich und irgendwann kommen wir in Situationen, wo sich das Lebensende auch abzeichnet. Und da braucht dann jeder Mensch ein Stück weit Unterstützung. Wie groß die Bedeutung der Palliativbetreuung mittlerweile ist, zeigte sich auch anhand des enormen Zuspruchs, den der Oberösterreichische Hospiz- und Palliativtag fand. Über 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer und was mich ganz besonders freut, viele Junge. Das ist schön, weil es immer wichtiger wird. Zum einen natürlich, weil wir immer ältere Menschen haben, weil die Medizin immer weiter voranschreitet, aber aus meiner Sicht ganz besonders wichtig der dritte Punkt, weil Nähe und Beziehung, Empathie und die Handreiche und das Dasein für die Patientinnen und Patienten immer wichtiger wird. Und es freut mich, dass daher so viele heute da sind. Dasein für die Patientinnen und Patienten, speziell in der letzten Phase des Lebens, ist eine zugleich herausfordernde, aber auch erfüllende Aufgabe. Ich arbeite in einem Alten- und Pflegeheim und auch dort ist der palliative Gedanke allgegenwärtig. Es sind ganz schöne Momente, nicht nur im Leben, wo wir die Bewohner begleiten können, sondern auch im Sterben. Es ist ein großer Beziehungs- oder Vertrauenszuschuss, den wir da kriegen von den Bewohnern, und das ist einfach unendlich schön. Um für diese wertvolle Aufgabe bestmöglich gerüstet zu sein, bietet das Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Ried eine eigene Ausbildung an. Wir haben in Ried die Hospiz- und Palliativakademie der Barmherzigen Schwestern. Wir bieten hier die professionellen, interprofessionellen Basislehrgänge für Menschen, die im Gesundheitsbereich tätig sind und mit der Betreuung unheilbar kranker Menschen früher oder später in Berührung kommen, und die erlernen dort die Grundlagen und die Basis für die Palliative Care an diesen Menschen. Fähigkeiten also, die diese dann wiederum tagtäglich in ihrer so wertvollen Tätigkeit zum Wohle der Patientinnen und Patienten einsetzen. Wir haben mit dieser Veranstaltung versucht, gemeinsam der Landesverband, das Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Ried und auch alle Trägerorganisationen einzuladen, diesen Tag gemeinsam zu veranstalten und einfach die Leute in den Vordergrund zu stellen, die tagtäglich am Menschen arbeiten, dort ganz wertvolle und menschlich wichtige Leistungen erbringen, sie begleiten, sie betreuen. Und das möchten wir mit dieser Veranstaltung auch zeigen und diese Menschen in den Vordergrund stellen. Und genau das haben sich diese auch wirklich redlich verdient. Oberösterreich ist Spitzenreiter beim Ausbau erneuerbarer Energien. Platz 1 bei Sonnenenergie, Wasserkraft, Biomasse und Geothermie. Im Vorjahr gab es in Oberösterreich einen PV-Zuwachs von einer Fläche von umgerechnet mehr als 200 Fußballfeldern, der Großteil davon auf Dächern. Damit sind wir Spitzenreiter unter allen Bundesländern. Das klare Ziel: Wir wollen die Stromerzeugung aus PV bis 2030 verzehnfachen. Eine Information des Wirtschaftslandesrates. Möbeltrends, soweit das Auge reicht. Auch in diesem Jahr präsentierte die Wohnwelt Meier auf der Haus und Bau in Ried eine große Vielfalt rund um stylisches und zugleich gemütliches Wohnen. Viele Blicke zog etwa diese Küche auf sich. Das ist unsere einzigartige Messeküche. Wir haben das ganz neu präsentiert, in Eiche lackiert, schwarz lackiert, in Rillenform. Und wir haben ein paar Details eingebaut mit dem LED-Licht, darüber hinaus den speziellen Bohrer mit dem Teppanyaki-Grill. Und darüber hinaus haben wir ganz tolle Sachen. Wir haben den Kühlschrank, der von selber sich schließt. Wir haben Türen eingebaut, wo Sie den Abstellraum verstecken können, und viele kleine Details und Highlights. Wer eine etwas kleine Küche benötigt, wird ebenso in der Wohnwelt Meier fündig. Ganz nach dem Motto: klein, aber oho. Uns ist es wichtig, dass wir unseren Kunden zeigen, dass wir nicht nur im großen, schönen, flächigen Raum, sondern auch, wenn es einmal ein schwieriger Raum ist, genauso eine tolle Leistung und Küche anbieten können. Und das sieht man hier am besten, dass man auch auf engem Raum viel Stauraum und viele Möglichkeiten und vor allem auch ein schönes Design bieten kann. Apropos schönes Design: Auch im Esszimmerbereich gibt es neue Highlights.
Wenn Sie hier irgendein spezielles Teil haben, wo Sie sagen, ich möchte draußen einen Tisch machen, wir schaffen das. Wir können Ihnen jede Breite, jede Tiefe machen und wir harzen nachher diese Flächen aus. Herbstzeit ist Kuschelzeit. Und da gibt es in der Wohnwelt Meier auch eine große Auswahl. Eines unserer Highlights heute ist unsere Rolf-Benz-Garnitur, die wir ganz schnell vielseitigst verwandeln können. Von einem gemütlichen Sofa zum Einknotzen bis hin zur Wohnliege. Man kann auch drauf schlafen, wenn man mal, ja, wir sagen, einfach ein paar Stündchen schnell abschalten möchte. Es ist ein ganz praktisches Detail. Damit aber nicht genug. Gerade im Wohnzimmer ist es uns wichtig, dass wir einfach mal ein bisschen Flacke zeigen, einfach mal tolle Stoffe zeigen, dass wir was anderes, eine Abwechslung drinnen. Und da haben wir mit Pulfok einen ganz tollen Lieferanten, wo wir natürlich ein wenig gewagter sind, aber es ist wichtig, dass man einfach was Schönes macht. Und darüber hinaus haben wir noch die Möglichkeit mit Spektral, das ist ein spezieller Anbieter, der eben das TV, die Stereoanlage und alles in einem verbindet, dass man tolle Wände schafft und einfach diesen Kinoeffekt ins Wohnzimmer einhält. Wer seinen eigenen vier Wänden das gewisse Etwas verleihen und gleichzeitig nicht auf Komfort verzichten möchte, der ist in der Wohnwelt Meier genau richtig. Weihnachten steht bald vor der Tür und was gibt es Schöneres, als die Kleinsten auf das Schönste aller Feste einzustimmen? Die beliebte Christkindl-Briefkastenaktion der Frauen in der OÖVP Engelhardtszell wird auch heuer wiederholt. An der Außenfassade des Gemeindeamtes hängt ab 24. November der schon bekannte Christkindl-Briefkasten, wo die Kinder ihre Briefe und Botschaften ans Christkind einwerfen können. 100 Jahre Innviertler Künstlergilde. Mit einem großen Festakt wurde dieses Jubiläum in der Landesmusikschule Ried gebührend gefeiert. Die IKG blickt nun auf ein Jahrhundert voll Kunst und Kultur und eine mehr oder weniger bewegte Geschichte zurück. Begonnen hat alles auf den Tag genau am 11.11.1923 in Braunau im Gasthaus Fink. Damals haben sich Künstler dort zusammengefunden und ausgehend auch von der Osternberger Künstlerkolonie damals war die Idee, eine Künstlergemeinschaft zu bilden. Und so wurden viele Ausstellungen und Aktivitäten gesetzt. Damals war der Hauptsitz in Mattighofen, später in Braunau und erst nach dem Krieg wurde er nach Ried verlegt. Ja, in den 100 Jahren haben wir die Schwierigkeiten gehabt in der Nazizeit und dann später wieder den Aufbau, das durch Jörg Bauböck vor allem hauptsächlich wieder ins Leben gerufen wurde und die Gilde ist dann gewachsen und gewachsen. Rund 150 Künstlerinnen und Künstler hat die IKG derzeit in ihren Reihen, aufgeteilt in verschiedenste Kunstsparten. Malerei und Grafik, Fotografie, Architektur, Bildhauerei, Musik und Literatur. Und gerade diese Vielfalt zeichnet die Kunst und Kultur in Oberösterreich aus. Die Innviertler Künstlergilde ist da ein wesentlicher Träger von Kunst und Kultur, Geschichte für Oberösterreich, in Oberösterreich und schafft auch Chancen für junge Künstlerinnen und Künstler. Es ist einfach wirklich toll, wenn man sieht, was da für Schaffenskraft da ist, was da für Kunstverständnis da ist und was da alles bewegt worden ist. Und ich freue mich wahnsinnig, dass das heuer alles da bei uns stattfindet in der Region. Ein 100er ist immer etwas Besonderes, wenn aber eine Künstlerinnen- und Künstlergemeinschaft feiert, so wie die Innviertler Künstlergilde, dann ist das natürlich umso bemerkenswerter, weil Kunst ja unser Leben nicht nur bereichert, sondern auch begleitet durch all die Zeiten hindurch. Die Innviertler Künstlergilde ist die älteste in Österreich. Das zeigt schon, wie bemerkenswert und wie bedeutend dieses Jubiläum ist. Eine ganze Reihe von Veranstaltungen prägte das Jubiläumsjahr. Auftakt war die Ausstellung im Schlossmuseum Linz im Februar. Vieles aber wäre ohne die zahlreichen Sponsoren gar nicht erst möglich gewesen. Das Jahresprogramm wäre ohne Sponsoren nicht gegangen. Wir wollen ja einen Teil der Sponsorengelder dazu verwenden, einen Fonds einzurichten, wenn Mitglieder der Künstlergilde in Notlagen geraten, dass wir dann einen Fonds haben, auf den wir zurückgreifen können. Aber ein Teil der Sponsorengelder ist auch einfach notwendig zur Abdeckung des laufenden Programms. Die Wünsche für die nächsten 100 Jahre sind bescheiden, jedoch ist es das Wichtigste überhaupt. Dass wir froh sind, die Gilde zu haben und dass wir damit glücklich sind und einfach Freude haben.
Markus Friedl löst Karin Sternbauer nach 5 Jahren an der Spitze von Mira Vita in Viertel ab. Der diplomierte Sozialarbeiter bringt 25 Jahre Erfahrung im Sozialbereich mit und will richtig gute Qualität für Menschen mit Beeinträchtigung abliefern. Herausforderungen sieht Friedl in der Wohnversorgung sowie der Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigung. 250 Tage ist Markus Friedl nun Geschäftsführer von Mira Vita in Viertel, einem als Verein geführten Anbieter von Wohn- und Arbeitsplätzen für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung, der 55 Kunden und Kundinnen mit 50 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen begleitet. Der familiäre Charakter und der herzliche Umgang miteinander waren vom ersten Tag an spürbar. Den Leuten geht es hier gut und es ist schön, wenn man etwas Gutes weiter vorantreiben kann, ist Markus Friedl motiviert.